Der Begriff der Teilbarkeit ist grundlegend in der Arithmetik. Betrachten wir beispielsweise die Zahl 6, dann können wir diese in zwei gleiche Teile teilen. Also man sagt auch, 2 teilt 6. Dieses Symbol wird mit teilt übersetzt. Genau gesagt heißt es, wenn man 6 durch 2 dividiert, ist das wieder 3. Das ist genau die Größe dieses Teils, wenn man eben 6 in zwei Teile aufteilt. Allgemein ist die Definition die folgende. Nehmen wir an, dass d und a ganze Zahlen sind, d ungleich 0, dann sagt man, d ist ein Teiler von a oder d teilt a, genau dann, wenn eben der Quotient a durch d wieder eine ganze Zahl ist. Diese ganze Zahl bezeichnen wir zunächst einmal mit c und dann können wir auch das so ausdrücken, dass es eine ganze Zahl c gibt mit der Eigenschaft, dass a gleich c mal d ist. Also man sieht auch aus dieser Eigenschaft, dass eben d ein Teiler von a ist, wenn wir eben a in dieser Weise darstellen können mit einer weiteren ganzen Zahl c. Der Begriff teilt hat viele Eigenschaften. Ich möchte hier ganz einfache auflisten. Also die erste Eigenschaft ist die, dass wenn d ein Teiler von a ist und a ein Teiler von b, dann ist auch d ein Teiler von b. Und das ist natürlich ganz einfach einzusehen. Man muss nur nachweisen, dass der Quotient b durch d eine ganze Zahl ist, aber b durch d ist nichts anderes als b durch a mal a durch d. Und aus der Voraussetzung, dass a ein Teiler von b ist, folgt, dass dieser Faktor hier eine ganze Zahl ist. Und aus der Voraussetzung, dass d ein Teiler von a ist, dass der zweite Faktor ebenfalls ganzzahlig ist. Und damit ist das ein Produkt zweier ganzen Zahlen. Eine andere Eigenschaft, die sehr oft verwendet wird, ist die folgende. Wenn d ein gemeinsamer Teiler von a und b ist und Alpha und Beta ganze Zahlen, dann ist auch d ein Teiler von Alpha mal a plus Beta mal b. Auch das ist sehr leicht einzusehen. Man muss nur nachweisen, dass Alpha mal a plus Beta mal b durch d teilbar ist, also dass der Quotient eine ganze Zahl ist, aber das ist natürlich nichts anderes als Alpha mal a durch d plus Beta mal b durch d. A durch d und b durch d sind ganze Zahlen, also ist das sicherlich eine ganze Zahl. Ich möchte noch eine dritte Eigenschaft erwähnen, nämlich die Eigenschaft, dass wenn wir zwei Zahlen haben, die sich gegeneinander teilen, also dass wenn d ein Teiler von a ist und a ein Teiler von d ist, dass dann a und d im Wesentlichen gleich sein müssen, nämlich bis aufs Vorzeichen. Hier muss man natürlich voraussetzen, dass sowohl a ungleich 0 als auch d ungleich 0 sind, sonst macht die Voraussetzung keinen Sinn. Und hier ist der Nachweis ein bisschen anders zu führen. Wir nehmen zunächst einmal an, dass d ein Teiler von a ist. Also wir können a schreiben als d mal c1, wobei c1 eine ganze Zahl ist. Und entsprechend aus der zweiten Voraussetzung können wir auch d darstellen als a mal c1, c2 mit einer zweiten ganzen Zahl. Wenn wir die zweite Beziehung in die erste Beziehung einsetzen, erhalten wir a ist gleich a mal c1 mal c2. A ist ungleich 0. Daher können wir das kürzen und erhalten 1 ist gleich c1 mal c2. Nun, damit kann c1 und c2 vom Betrag nicht größer als 1 sein und daher müssen sie auch vom Betrag gleich 1 sein und daher sind sie entweder 1 oder minus 1. Und damit
erhalten wir das Resultat. Also wenn es plus 1 ist, ist a gleich d, und wenn c gleich minus 1 ist, ist a gleich minus d. Nun haben wir gesehen, dass die Zahl 6 sich eben darstellen lässt als Produkt als 2 mal 3, oder man kann sagen, 2 ist Teiler von 6, ebenso ist 3 ein Teiler von 6. Es gibt aber auch Zahlen, wie zum Beispiel die Zahl 7, die sich nicht weiter zerlegen lässt. Also ich kann das jetzt nicht schreiben als a mal b, wo a und b jetzt im Wesentlichen von 7 verschieden sind, also wenn a kleiner als 7 ist und b kleiner als 7. Also diese Darstellung ist nicht möglich. Und solche Zahlen nennt man Primzahlen. Also man sagt, eine Zahl p, eine ganze Zahl p, die größer ist als 1, ist eine Primzahl, wenn sie sich eben nicht weiter zerlegen lässt. Oder man kann auch das so umschreiben, dass die einzigen möglichen Teiler eben die Zahl 1 und p sind. Also wenn 1 und p die einzigen positiven Teiler sind. Nun, welche Zahlen sind Primzahlen? Also zum Beispiel die Zahl 2, die Zahl 3, die Zahl 4 kann man zerlegen, die Zahl 5 ist eine Primzahl, 6 kann man zerlegen, 7 ist eine Primzahl, die nächsten sind dann 11, 13 und so weiter. Und diese Menge bezeichnet man auch als die Menge groß P, und das ist die Menge der Primzahlen. Nun, die Primzahlen spielen eine wesentliche Rolle, die natürlichen Zahlen zu verstehen, insbesondere die Multiplikation der natürlichen Zahlen zu verstehen. Also betrachten wir mal eine Zahl, die keine Primzahl ist, nehmen wir 60. Wenn es keine Primzahl ist, dann können wir diese Zahl zerlegen, zum Beispiel 6 mal 10. Nun, 6 ist das aber auch keine Primzahl, die können wir zerlegen in 2 mal 3, und 10 können wir auch zerlegen in 2 mal 5. Und jetzt erkennen wir, diese Faktoren 2, 3 bzw. 2 und 5 sind jeweils Primzahl, also die können wir nicht weiter zerlegen. Wir erhalten also, indem wir hier sukzessive zerlegen, eine Darstellung schließlich von 60 als Produkt von Primzahlen, indem wir eben schrittweise schauen, ob eine Primzahl vorliegt oder wenn nicht, dass wir es weiter zerlegen. Diese Zerlegung oder dieses Verfahren der Zerlegung ist aber nicht unbedingt eindeutig. Wir können natürlich auch anders beginnen. Wir sagen, 60 ist keine Primzahl, weil wir es zum Beispiel in 4 mal 15 zerlegen können. Nun, 4 ist keine Primzahl, das können wir zerlegen in 2 mal 2, aber 2 und 2 sind eben Primzahlen. Und 15 können wir zerlegen in 3 mal 5. Und erhalten die Darstellung 2 mal 2 mal 3 mal 5. Und es ist klar, dass wir für jede Zahl so ein Verfahren durchführen können. Aber es ist nicht klar, in welcher Reihenfolge wir hier vorgehen. Und es ist a priori zunächst einmal nicht klar, dass wir hier dasselbe Ergebnis bekommen. Nun, das Ergebnis ist auch nicht genau dasselbe, denn die Reihenfolge ist eine andere der Faktoren, die auftritt. Was aber auffällt, ist, dass dieselben Primfaktoren auftreten, und zwar auch in derselben Anzahl. Also der Faktor 2 kommt zweimal vor, die Faktoren 3 und 5 je einmal. Und das kommt heraus, egal in welcher Art und Weise ich diese Zerlegung beginne. Und das ist eine ganz grundlegende Eigenschaft der Arithmetik. Es gilt nämlich der folgende Satz. Jede natürliche Zahl n größer 1 ist entweder eine Primzahl
oder kann als Produkt von Primzahlen dargestellt werden. Und diese Darstellung ist eindeutig bis auf die Reihenfolge. Ich möchte daraus zwei kleine Folgerungen ziehen. Also die erste ist, dass wenn P ein Teiler von einem Produkt ist, dann und P eine Primzahl, dann muss P ein Teiler von A oder ein Teiler von B sein. Nun, das folgt direkt aus der Primfaktorenzerlegung, denn die Primfaktorzerlegung von A mal B ist nichts anderes als die Primfaktorzerlegung von A zusammengesetzt mit der von B, und daher, wenn das im Produkt auftritt, muss es in einem der Teile auftreten. Und eine andere Eigenschaft ist, dass wenn P1 und P2 Primzahlen sind und sie verschieden sind, und wir wissen, dass P1 ein Teiler von A ist und P2 ein Teiler von A, dann ist auch das Produkt P1 mal P2 ein Teiler von A. Das folgt ebenso aus der Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Und schließlich möchte ich noch eine ganz wichtige Eigenschaft angeben, nämlich die, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Das ist ein Satz, den schon Euklid vor Christus schon angegeben hat und bewiesen hat. Es gibt unendlich viele Primzahlen. In anderen Worten, man kann immer neue Primzahlen finden. Und der Beweis, den ich hier angeben möchte, stammt tatsächlich schon von Euklid in einer etwas moderneren Form. Nehmen wir also an, P1 bis P2 bis PK wären schon alle Primzahlen. Also es gäbe nur endlich viele Primzahlen. Dann nehmen wir dann die Zahl n, die sich dadurch ergibt, dass wir diese Primzahlen, die es eben gibt, miteinander multiplizieren und mit 1 addieren. Das ist dann sicher eine Zahl größer 1. Und klarerweise gibt es dann eine Primzahl q, die n teilt. Warum? Weil n dargestellt werden kann als Produkt von Primzahlen. Nun gilt aber dann auch, Q ist ein Teiler von P1, P2 und so weiter bis PK, denn wenn das alle Primzahlen sind, muss die Primzahl Q hier auftreten. Und damit folgt natürlich auch, dass Q ein Teiler von der Differenz ist. Wir haben ja diese allgemeine Eigenschaft angegeben, dass wenn es ein Teiler einer ersten Zahl und ein Teiler von einer zweiten Zahl ist, dann können wir eine Linearkombination bilden mit Alpha und Beta. Hier ist eben Alpha 1 und Beta minus 1. Aber n minus P1 mal PK ist eben 1. Und daher ist das ein Widerspruch. Und damit kann es nicht sein, dass es nur endlich viele Primzahlen gibt.